Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge hier auf diesem Kanal. Und ihr seht schon, es ist endlich soweit, wir haben es geschafft. Wir fahren heute mit dem Iveco, den Crossway LE von Arniot. Ich weiß gar nicht, ist das richtig ausgesprochen? Sagt man Iveco oder sagt man Iveco? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Das ist ja nicht nur in OMSI, sondern auch in Eurotruck-Simulator oder sonstiges. Ja. Gibt es ja natürlich viele verschiedene Fahrzeugtypen natürlich auch. Aber wie sagt man das halt richtig? Sagt man A, Iveco oder B, Iveco? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal persönlich interessieren. Auf jeden Fall ist dieser Bus hier komplett kostenlos. Diesen könnt ihr euch runterladen auf der Seite von Arniot. Wenn ich nicht vergesse, packe ich das hier unten in der Videobeschreibung mit rein, den Link zur Website. Da könnt ihr euch das Ganze dann dementsprechend halt einfach mal anschauen. Installation ist wirklich super, super simpel. Also ihr braucht kein großes Fachwissen oder sonstiges. Nehmt einfach den Ordner, der in der ZIP-Datei ist oder in der WinRAR-Datei ist. Schmeißt den unter OMSI Vehicles einfach rein. Haut da noch eure Hofdateien rein, die ihr benötigt für eure Karten, wo ihr den Bus zum Beispiel einsetzen wollt. Fertig ist die Chance. Ihr könnt dann sofort mit diesem Fahrzeug losfahren. Also eine leichtere Installation gibt es halt einfach gar nicht. Ich weiß halt, der Setra 415 NF war ein bisschen kompliziert, das Ganze zu installieren, weil man ja Dateien hin und her schieben musste, damit das Ganze funktioniert. Das fällt hier einfach bei dem Iveco einfach mal komplett weg. Ja, also von daher schaut euch das Ganze selbst mal an. Wir wollen heute, wie gesagt, hier fahren wir mit dem Weser Ems Bus Repaint von der Deutschen Bahn. Ich selbst, wie gesagt, bin damit jetzt noch nicht gefahren. Hab jetzt natürlich schon mal so ein bisschen kurz rumgeguckt. Wir sind übrigens auf der Karte Waldhofen, ja, unterwegs. Also nicht wundern. Ich fand, die passt hier irgendwie ganz gut, die Karte. Und ja, so vom Außenmodell muss ich sagen, ich bin halt jetzt nicht so der große Iveco-Fan. Ja, okay. Von daher finde ich die Form halt schon, naja, ist schon sehr, sehr fragwürdig. Da kann ich einfach nicht verstehen, warum keiner Solaris mag. von daher, ja, sieht da halt aus wie ein Bus, ein eckiger Bus. Hinten finde ich die Rückleuchten, die sehen schon, die haben schon ein bisschen was Futuristisches. Schauen wir mal so ein bisschen hier mal in den Fahrgastraum rein und hier natürlich auch schön, ja, mit Logos hier, ja, von Iveco. Auch hier schön, ja, dass die ganzen Werbedinger hier, diese Werbeschilder halt schön hochdetailliert sind, weil man kann eigentlich wirklich alles lesen, was da drin steht. Und sonst, ja, sieht halt aus wie ein Bus, ne? Ich meine, ist schon schick, der hat auf jeden Fall was. Die Sitzpolster hier, ja, also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr cool, ist sehr, sehr hochwertig. Also die Qualität hier von den Texturen her, die sind schon sehr gut. Ticket für Schwarzfahrer kostet 60 Euro. Wir bewegen Region mit dem Bus, Weser Ems Bus. Aber hier ist ein MAN, ne? Sehen wir da. Ja, sonst wollen wir uns mal ein bisschen hier bewegen. Hier oben sehen wir halt noch alles drum und dran. Also ich finde, das ist eigentlich ein schönes Modell. Da kann man absolut nicht meckern. Und dafür, dass es halt wieder mal komplett für lau ist, geht es vollkommen in Ordnung. Unser Dashboard, unser Cockpit hier, sehen wir hier, ne? Das sieht auf jeden Fall anders aus, fällt auf jeden Fall mega auf. Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie sieht es halt wirklich sehr eigenartig aus. Jetzt muss man aber nicht sagen, oder jetzt kann man nicht sagen, das liegt jetzt hier an dem Entwickler, weil er das Ganze jetzt hier so gebaut hat oder sowas, sondern ich kann mir schon gut vorstellen, dass es halt wirklich so aussieht. Ich saß halt noch nie in einem Iveco drin, von daher kann ich nicht sagen, ob das halt wirklich dementsprechend so aussieht. Da ist jetzt natürlich, ihr seid jetzt mal dran, sieht das halt alles wirklich so hundertprozentig so aus, dann könnt ihr ja da mal die Kommentarfunktionen nutzen. Und ich sehe aber schon, dass wir hier gerade uns hier ganz schön hier zustellen lassen. Hier, jetzt kommt hier ein Bus nach dem anderen. Wir werden mal gucken, dass wir jetzt rückwärts hier rauskommen irgendwie und dann kriegen wir das schon hin. Wir fahren heute auf der Linie 593 nach Mühlerforst, das Ganze von Waldhofen Bahnhof. Das Einzige, was mir hier so ein bisschen auffällt, ist hier die Kasse, die ist hier irgendwie total abgedunkelt, ne? Das sieht ein bisschen eigenartig aus. Sonst, wie gesagt, interessant, also da muss man sich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen an dieses Cockpit. So, was ist denn das hier? Anmeldung erfolgt? Anmelden. Hier kann man nichts drücken. Okay, das hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn ich jetzt hier hätte was drücken können oder sowas. Starten wir einfach mal den Bus.
So, jetzt gehen wir mal hier an die Kasse. 7 Minuten Verfrühung. Dienstanmeldung. Oh Gott, wirklich. Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Gibt es hier irgendwie was, wo man hier schnell mal nachgucken kann? Weil sonst muss ich hier gleich nochmal das Handbuch rausgraben. Nee. Nee. Nicht eingeloggt. Aber wie ich sowas immer absolut nervig finde. Dann sollen sie auch hier irgendwo den Zettel dann dahin kleben oder sowas, ja. Jetzt 9691 1805. Das geht gar nicht. Ich kann hier gar nichts weiter eintippen. K-Code-Eingabe. Ah, okay. Können wir das Display. Ah, stimmt. Hier ist was mit der Textur halt nicht in Ordnung. Deswegen sieht es so komisch aus. Ah, ich verstehe. Das ist mit USB-Kasse sogar, ja. Also da, ich denke mal, kann natürlich schon sein, dass jetzt zum Aufnahmezeitpunkt jetzt natürlich schon ein Fix kam oder sowas, der das Ganze dementsprechend halt schon das Problem gelöst hat. Ich gucke mal jetzt gerade mal ganz kurz nach hier, wo ich jetzt hier die Dings herbekomme. Die Readme. So, da haben wir sie schon. So, das schiebe ich jetzt mal gerade kurz rüber hier. So, kannst du mir diese Readme einfach mal anzeigen, Alter? Ist das möglich? So. Immer wenn man irgendwas nicht weiß, dann soll man immer lesen. Lesen, lesen, lesen. Oh Gott, jetzt hat er die Datei mir sonst wohl wieder hingeschoben hier. Wunderbar. Da. Fahrerarbeitsplatz. Das Fahrzeug verfügt, wie bereits erwähnt, über ja, 2 Warnblinker, Retarder, Dachluke mit dem Knopf, Heizungs. Aha, Fahrernummer ist 6924. 6924. Und das Passwort ist 5173. 3. So. Wählen Sie eine Linie aus der Liste oder geben Sie die Nummer direkt ein? Ja, da das ja alles hier nicht unseres ist, sind wir heute auf der 593. Warte mal, 593. Oh, Gottes Willen. 01. Bahnhof, ja, das müsste passen. So, nach Mühler Forst, das haut hin. So, haben wir es doch noch mit Startschwierigkeiten noch hinbekommen. Okay, es ist ein anderer Code, den man sonst nicht gewohnt ist. So, gut, ja, nachdem jetzt wir jetzt hier richtig schön zugestellt werden, ist das jetzt hier alles doch sehr traumhaft. Und werden jetzt erstmal den Rückwärtsgang hier einlegen. Leider müssen wir jetzt hier ein bisschen. Auch hier der Schatten, der haut leider hier leider nicht 100% hin hier. Aber wie gesagt, das ist noch die offizielle Release-Version. Also falls da jetzt ein Update gab, habe ich es noch nicht drauf. Oh. So, na dann steigen sie ein. Auf der Linie 593.
Gut, also Handbuch unbedingt lesen. Wichtig. Manchmal guckt man mal schnell drüber. Ne? Aber anstatt jetzt hier erstmal gleich ins Forum zu gehen und sich darüber aufzuregen, warum denn die Kasse nicht funktioniert, ist meistens dann tatsächlich immer mal ratsam, immer mal so ein bisschen das Handbuch zu lesen. Auch hier, ne, sehen wir zum Beispiel, dass die Kasse, die hat irgendeinen Texturfehler. Das ist so ein, ich weiß jetzt nicht. Man kennt es jetzt auch aus Lotus. Da musste man eine MipMap-Datei praktisch hinzufügen, ja, damit diese schwarzen Texturen dann verschwindeten. Und seitdem das jetzt halt da ist und jeder seine Objekte halt praktisch mit MipMaps versorgt hat, sind seitdem keine schwarzen Texturen mehr da. Ich würde auch irgendwie sowas vermuten, dass das sowas hier irgendwie was Kleines ist, was man wahrscheinlich schnell fixen kann. Aber wie gesagt, ja. So an sich ist der Bus relativ leise. Das ist schon interessant. Also das finde ich schon sehr futuristisch hier. Ja? Also, ich weiß ja auch, um das einfach mal anzusprechen, dass sehr viele auch mit dem Setra 415 NF gar nichts anfangen konnten und die wirklich alle über diesen rumgejammert hatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte tatsächlich mit dem Setra 415 NF jetzt so keine Probleme. Ich bin den sehr gerne gefahren oder fahre den teilweise immer noch sehr gerne. Das ist halt ein schöner Bus, das ist sehr angenehm halt. Aber das liegt auch einfach daran, weil ich halt sonst immer nur so Solaris fahre oder sowas. Ne? Das ist dann natürlich schon ein bisschen eintönig. Aber man hört schon, dass der sich anders anhört. Was ist denn hier los? Wie Stau oder was? Oh Gottes Willen, ernsthaft? Jetzt dachte ich, jetzt komme ich hier schnell durch, so weißt du, nix da. Wollen alle zum Burger King sich einen Burger holen? Wundervoll. Ja, sonst, wie gesagt, gibt es an der Installation einfach gar nichts zu sagen. Also einfacher kann man einen Bus wirklich nicht installieren. Also wem das jetzt halt wirklich zu viel war, der sollte dann vielleicht sich da mal so ein Tutorial-Video nochmal dazu angucken, wie man halt so Objekte, also wie man Busse hinzufügt in OMSI. Das hatte ich damals schon für Micro Asset TV gemacht, vielleicht da einfach mal vorbeischauen. Aber es sollte halt mittlerweile wirklich klar sein. Also mittlerweile, denke ich mal, wir reden hier von einer Simulation, die halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Da sollte das doch eigentlich jeder mittlerweile wissen. Oder gibt es immer noch OMSI-Neulinge? Ja, das wäre natürlich auch mal eine interessante Frage. Man geht halt immer davon aus, dass man halt schon ewig Zeiten spielt man schon OMSI und jeder andere spielt das halt auch schon seit ewig Zeiten. Aber es gibt heute immer noch, kann ich mir vorstellen, immer noch den einen oder anderen, der halt wirklich heute erst mit OMSI zum Beispiel erst anfängt. Ja, also, was ist denn, zum Beispiel habe ich letztes Mal in den Kommentaren gelesen, warum man immer noch so viele Add-ons rausbringt für den Bus-Simulator, da er doch so verbuggt ist und so schlecht läuft und alles sowas. Weil er gut ist. Es gibt keine Alternative zu OMSI. Es ist einfach so. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass der Bus-Simulator 18 eine absolute Alternative ist gegenüber OMSI. Auch wenn später Lotus da sein wird. Klar, Lotus wird seinen eigenen Charme besitzen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Lotus, ich als großer Lotus-Liebhaber, dass der OMSI ersetzen wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Schon alleine wird es wahrscheinlich auch schon daran hapern, dass eventuell gar nicht allzu viele Strecken, wie wir jetzt hier zum Beispiel bei OMSI jetzt haben oder sowas, diese Strecken zum Beispiel exportiert werden in Lotus, so wie die Fahrzeuge, ne? Da muss man halt mal gucken. Baut Altair den Solaris für Lotus? Das wäre großartig. Ich habe schon überlegt, ob ich da mal eine E-Mail schreibe, mal an den Herrn Altair und mal frage, wie sieht's denn aus? Bastelst du oder bastelst du nicht? Das würde mich nämlich mal brennend interessieren. So, geht das jetzt echt jetzt so lange weiter? Nee, ne? Das wäre echt bitter.
Ja, auf jeden Fall. Ja, so ist es. Also von daher bin ich mega zufrieden, dass halt noch so viele Add-ons und DLCs halt rauskommen. Ja, also ich meine, wir sind jetzt, ich habe hier vier aufgelistet gehabt, die jetzt mindestens noch im Sommer jetzt erscheinen sollen. In dem letzten News-Video. Da war zum Beispiel das Citaro C2-Paket noch gar nicht mit bei gewesen. Das soll ja auch noch dieses Jahr eventuell erscheinen. Also wenn es schon kurz vor den Startlöchern ist oder so, ne? Also müsste da auch was. Also erwartet uns sogar fünf DLCs. Und dann haben wir ja noch Bad Hügelsdorf 2020, ja. Was ja auch noch im Raum steht, ja. Also von daher, ich persönlich finde es großartig. Ich freue mich, wenn immer noch neuer Content für OMSI kommt. Zeigt mir persönlich halt einfach, was ist der beste Simulator, den man haben kann. Boah, fällt der Scheiße. So, ich gehe mal davon aus, dass ich hier rum soll, ne? So, will hier keiner mit einsteigen? So. Nächste Haltestelle, Waldhofen Bahnhofsplatz. Oh, wie das Türknarren. Also die Tür, die knarrt. Das ist ja auch mal eine coole Sache. Nächste Haltestelle, Elsterkamp. So, wenn kein Pfeil da steht, fahren wir geradeaus weiter. Wenn der Fahrlehrer nichts sagt, immer geradeaus weiter. Sollten aber auch nicht zu schnell hier fahren. Es wird halt irgendwie keiner gefühlt mitfahren. Ja, will gefühlt einfach keiner mitfahren. Och komm, werd grün. Standard jetzt schon lange genug jetzt hier, oder? Ich muss aber sagen, an sich so das ganze Dashboard mega aufgeräumt. Mich würde nicht wundern, wenn das hier irgendwie funktioniert. Der Bio das wieder irgendwie nicht Nächste rafft. Haltestelle, Bornholmer Straße. Oh. Sind wir in Berlin angekommen? Bornholmer Straße. Oh doch. Mal eigentlich mal jemand, der mitfahren möchte. Okay, das sieht cool aus. Also die Animation ist cool gemacht. Wie die Tür denn sich so einrastet und hochfährt und alles was. Auch hier den Besenplatz finde ich mega, mega süß. Der ist super. Nächste Haltestelle, Mühlerstraße, Schulzentrum. Das war mir schon irgendwie klar gewesen, dass wir nach links hätten biegen müssen.
bin jetzt einfach mal so frei und quetsch mich jetzt hier einfach so rein. Warte, bis ich irgendwann mal. Ja. So, hallo, hallo, hallo. Nächste Haltestelle auf der Engelshöhe. Tja, also vom Fahrtfeeling her muss ich sagen, gar nicht so schlecht tatsächlich. Also muss ich sagen, das hat schon was. Auch cool hier, die Verfrühung, die wird sogar hier in Sekunden angezeigt. Ja, schön aufgeräumt halt alles, eine Seniorenkarte, hier sehen wir die Haltestellen halt auf der Seite. Sonst hier Müller-Voss oder so, ne, also das ist schon... Alles mega, mega schön aufgeräumt hier. Nächste Haltestelle, Rödinger Feld. Ich habe die ganze Zeit die Fahrgäste gar nicht aussteigen lassen, oder? Naja, wollten eh nicht so viele aussteigen. Von daher passt das. Es war Einbahnstraße, aber... Nächste Haltestelle, Wunderwald.
Also auch von der Soundkulisse her muss man sagen, das ist schon eine schöne, schöne Bereicherung. Es ist wieder mal so ein Bus, wo ich mir vorstellen kann, dass ich den tatsächlich öfter einsetze, auch wenn ich jetzt so vom allgemeinen Bau jetzt nicht so überzeugt bin. Aber gut, wie gesagt, dafür kann der Erbauer nichts, ne? Wenn ich halt diesen Stil halt nicht mag, ne? Wie gesagt, ist ja auch nicht jeder mag Solaris, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ja, es ist doch ein echt angenehmer Bus halt. Fährt sich sehr, sehr entspannt. Ab und zu geht in die Luft aus, habe ich so das Gefühl. Also könnte noch so ein kleines Motor-Upgrade irgendwie noch installiert werden. Aber so an sich habe ich jetzt hier auch nichts zu sagen. Halt. Klar, mit diesen Texturen hier, die mir jetzt ein bisschen aufgefallen sind, da vielleicht nochmal ein bisschen nachbessern. Aber wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt, zum Aufnahmezeitpunkt her, habe ich jetzt persönlich halt nicht nachgeschaut, ob es da jetzt ein Update gab oder sowas. Ne? Also da muss ich mich leider entschuldigen für. Hätte man mal machen können. Aber vielleicht wisst ihr da mehr oder es gibt halt noch kein Update. Ich weiß es nicht. Da muss ich mich jetzt danach mal ein bisschen schlau machen. Aber so an sich, wie gesagt, ein schönes aufgeräumtes Dashboard. Der Innenraum ist hübsch gemacht. Ja, sind wirklich schöne, scharfe Texturen halt auch. Und ist für mich eigentlich eine coole Alternative gegenüber den Setra. Ja, aber den setze ich ja eigentlich immer so als Überlandbus ein. Ich denke mal, das können wir mit dem Iveco halt auch machen. Ne? Denk mal, das geht in Ordnung. Bin auch mal gespannt, wann hier so die ersten Repaints kommen. Ja. Nächste Haltestelle, Mühlerforst. Wenn es hier schon welche gibt. Aber so an sich, also gibt es echt nichts zu meckern. Ich verstehe mal nicht, warum immer auf Leuten rumgehackt wird, die sowas hier fabrizieren, die hier sowas hier bauen und veröffentlichen, halt für lau. Ja. Dass da immer noch irgendwie immer noch so ein Rumgezeter halt immer ist. Wenn es halt länger dauert, dann dauert es halt länger. Ist halt einfach so. Ja, aber also das, was ich jetzt hier so sehe und so, ja, wie man damit jetzt hier fahren kann, spielen kann oder sowas. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr hübsches Modell geworden. Also mein Respekt da an den Arne J. Das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen oder was? Yep. Die hätte ich jetzt mal wirklich mal ausnahmsweise mal nicht blinken müssen. Schön noch die Wiese gemäht hier. Ja. Also hier kann man wirklich sagen, hübsches Modell, schöner Bus, der Iveco Crossway LE, wie gesagt, zum kostenlosen Download verfügbar. Wie gesagt, schaut euch das am besten selbst an. Wenn ihr jetzt noch was wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht kann ich da noch irgendwie was zaubern und da irgendwas aufnehmen für euch. Wir werden uns den Bus aber, denke ich mal, sowieso uns öfter anschauen, weil ich bin jetzt eigentlich positiv überrascht über den. Ich bin ja halt immer noch ein bisschen skeptisch, aber der macht hier auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes, fährt sich wirklich gut, fühlt sich gut an halt einfach und wirkt schon so ein bisschen Payware. Aber wie gesagt, ich weiß, das Wort Payware wird halt einfach zu oft genutzt. Wie gesagt, das hier ist komplett kostenlos. Ihr bezahlt nicht einen Cent dafür. Und wie gesagt, die Installation mega einfach. So muss sein, so macht die Community Spaß hier mit kostenlosen Downloads für OMSI. Wie gesagt,
ich verabschiede mich hier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und sonst sehen wir uns zum nächsten Part hier wieder. Ich verabschiede mich. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.